Ja, wir kommen jetzt zum ersten inhaltlichen Teil. Dirk Rohr und ich haben gestern Abend noch mal versucht zu schärfen, was denn der Unterschied vom gestrigen zum heutigen Tag bedeuten könnte. Und gestern waren wir sehr in den Grundlagen der Kommunikation beschäftigt, der personalen, der intra- und interpersonalen Prozesse. Und heute haben wir Referenten und Themenvielfalt aus dem ganzen Bereich des Systemischen, wie weit, wie eng wir das verstehen, wie die alte therapieschulenbezogene Beratung, Therapie neue Erfordernisse hat, die Grenzen fließender werden und viele Reichtümer miteinander verbunden zu einem neuen oder profilierteren Konzept helfen können. Wir hoffen auch mit dem heutigen Tag, Dirk, du wirst das mit unterstützen können, dass wir begriffliche Schärfe bis heute Nachmittag ein wenig versuchen. Wir teilen gemeinsam das Engagement in der Community der beratungsbezogenen Fachlichkeit, die innerhalb der Therapieverbände einen eigenen Platz gefunden hat und nicht Beratung ist nur eine kleine Schattenfunktion, eine kleine Schwester von Therapie, sondern wir bemühen uns um ein eigenes Profil von Counseling und da gibt es natürlich einige begriffliche Unschärfen. Gestern hatten wir das Wort Coach sehr oft gehört, wie Coaching, Supervision, Beratung, Counseling und Therapie innerhalb der integrativen Konzepte von systemisch zusammenwirkt. Das wird uns heute über den Tag in unterschiedlichen Facetten noch beschäftigen. Noch was? Genau. Ich darf jetzt als Moderatorin, wenn ich jetzt in meiner Rolle bleibe, darf ich Ihnen euch Dirk Rohr vorstellen, der hier in dem Institut Beratungsforschung der Uni, was er schon mehrfach erwähnt hat und was unser einladender Gastgeber ist, aber auch die Fachlichkeit dieses geschätzten Kollegen hervorheben. Er wird jetzt über eine ganz besondere Lernform sprechen und ein Projekt, was ihn in den letzten Jahren umtrieb, nämlich das Peer Learning, einen kurzen Einsteiger bieten. Und ich finde das als Systemikerin nochmal sehr spannend, wie wir weggedacht von Therapeut und Klient, von Klient und Berater, von Ratsuchendem, Supervisanten und Supervisor, auch die Geschwisterebene, die horizontale Systemebene, wie die einen förderlichen Beitrag zur Weiterentwicklung und zur persönlichen Entwicklung liefern kann. Dazu gebe ich dir das Wort, Dieter. Dankeschön. Genau, ja, herzlichen Dank. Ich muss jetzt doch mal verschiedene Rollen jetzt noch mal kurz hier thematisieren, weil mir ist ganz wichtig in meiner Rolle des Gesamtmoderators der Veranstaltung, dass wir ziemlich uns im Zeitplan aufhalten, weil wir auch mit dem Mittagessen dann schon ein bisschen eng sind und ja auf jeden Fall die beiden Hauptvorträge auch das Hauptthema sind heute hier. Deswegen werde ich wirklich nur ganz kurz was zu den Peer-Projekten oder zum Peer-Learning sagen und vielleicht so ein bisschen im Sinne von Advertiser oder so. Und wer dann Lust hat, sich da noch ein bisschen mehr mit befassen, der kann das dann entweder auf der Homepage von unserem Arbeitsbereich, wobei ich vorhin noch mal gesehen habe, dass das technisch im Moment noch gar nicht funktioniert. Das ist mit der Technik ja immer so das Problem, wie wir heute Morgen auch den ein oder anderen Schweißperle schon hier hatten, dass wir mit der Technik nochmal Dank an dich, Robert, dass wir das hier alles überhaupt hingekriegt haben. Und auch da, wir haben nämlich zwei Dokumentationsfilme über zwei Peer-Projekte, die wir gemacht haben. Und das lohnt sich total, da mal reinzugucken. Also der eine ist vom ZDF gedreht worden für, ich bin da immer nicht so ganz firm, ich glaube 37 Grad, gibt es das als Sendung? Ja genau, für 37 Grad damals. Das war das Projekt Schlagfertig und da würde ich die Zeit gerne nutzen, eins dieser Projekte mal ein bisschen rauszugreifen, um vielleicht das zu verdeutlichen, was mir auch ganz persönlich tatsächlich das Wichtige ist an diesem Peer-Learning-Ansatz.
Das mag ja jetzt vielleicht ein bisschen verwirren. Wir haben gestern viel von Coaching und Beratung, aber auch natürlich allgemein Kommunikation gesprochen. Gelingender Kommunikation im Idealfall, ne, mal mehr, mal weniger, zumindest als Annäherung. Und ich habe, das hat begonnen schon, ich glaube, vor 10 Jahren ungefähr, als irgendwann mal aufkam, wir müssten in der Gewaltprävention neue Wege gehen. Und dann habe ich gesagt, und das ist ganz in diesem verbindenden Moment, dem verbindenden Ansatz des Empowerments. Also für mich steht auch hinter Beratung immer eigentlich Empowerment. Das heißt, dass ich versuche, mit den Menschen, mit denen ich arbeite, sie selbst dazu zu befähigen, sich selbst zu helfen. Und zwar grundsätzlich und nicht nur in dieser einen, vielleicht ganz spezifischen Frage. Und bei dem Gewaltpräventionsthema war das also so, dass natürlich ganz viele erfahrene Kolleginnen und Kollegen da waren, die schon viel mit Anti-Aggressionstraining, Anti-Coolness-Training und so weiter gearbeitet haben. Und ich habe dann, und wir nennen das inzwischen, wir haben das so ein bisschen pointiert wieder, einen radikalen Peer-Ansatz, weil wir gesagt haben, Peer heißt ja gleichgesinnt, ähnlich, nicht zu verwechseln oder nicht ausschließlich gleich alt. Das wird ja oft, wenn man so Peer Group im Jugendalter, in der Psychologie, dann wird oft von Gleichaltrigen gesprochen. Wichtig ist aber, wenn wir jetzt mal diesen radikalen Peer-Ansatz folgen, dass es eine ähnliche Erfahrung ist, und zwar in dem Thema. Und damit das jetzt wirklich auch verständlich wird, wir haben dann Gewalt, also wie soll ich das jetzt sagen, Jugendliche gesucht, die schon durch Gewalttaten aufgefallen sind, die also Selbsterfahrung als Täter haben. Und die haben wir sehr aufwendig geschult und haben die zu Präventionsmaßnahmen Durchführer, der Begriff ist neu, haben wir die geschult, und die haben dann in den Schulklassen in Köln die Präventionsmaßnahmen durchgeführt. Und was total interessant war, auf der einen Seite, vielleicht auch nicht überraschend und doch, alle diese jugendlichen Täter, teilweise wirklich auch Intensivtäter, hatten auch Erfahrung als Opfer. Oft häusliche Gewalt, aber auch andere Gewalt. Das heißt, diese beiden Perspektiven waren aus eigener Erfahrung erlebt. Und aufgrund dessen, das waren natürlich zum Teil dann fast bis therapeutische Sitzungen, das kann man sich ja vorstellen, wenn wir mit denen die eigene Gewalterfahrung aufgearbeitet haben, dann mit Theorie verknüpft. Und ich habe noch, da bekomme ich immer eine Gänsehaut, ähnlich wie gerade eben auch bei dem wunderschönen Musikstück. Wenn ich das erzähle, ich habe einen Pressetermin gehabt mit dem Redakteur vom Kölner Stadtanzeiger und einem der Jugendlichen, René war das damals, der dieses Projekt mitgemacht hat. Und er hat dann davon berichtet, das waren in der Regel eher, sag ich jetzt mal so, Sonderschüler oder Hauptschüler, weil die in der Schule nicht viel Sinn gesehen haben. Ich überspitze das jetzt ein kleines bisschen. Und der hat dann dem Redakteur genau erklärt, wie die das alle machen. Und die haben da übrigens auch Geld für bekommen, also das war auch nicht irgendwie ein Ausnutzen. Die haben da gut ihr Taschengeld mit erhöhen können, denn die haben aber ja auch eine pädagogische Arbeit geleistet. 15-Jährige, 16-Jährige, maximal 17-Jährige. Und der Redakteur hat nachher ganz zum Schluss gesagt, er wäre so beeindruckt, dass diese Jugendlichen, denen nämlich sonst im Leben nicht oft begegnet wird mit Respekt, mit Achtung, sogar mit, du bist der wirkliche Experte. Wir wollen dich dazu bringen, dass du gemeinsam mit uns nachher in den Schulen diese Präventionsmaßnahmen durchführst, Klammer auf, nachher haben die das tatsächlich alleine gemacht. Also wir haben nur hinten in der Klasse gesessen und die haben alles selbst gemacht. Die haben den Theorie-Input gemacht, die haben die Spiele, die Rollenspiele angeleitet, die haben die Reflexionen geleitet. Und genau dazu hat der Redakteur nachher gesagt, ich habe meinen eigenen Sohn, Bildungsbürgertum, Gymnasium, 15 Jahre alt. Und wenn ich mir vorstellen soll, dass der in irgendeiner Klasse einen ganzen Tag irgendein Thema moderiert und das auch durchaus mit den Rollenspielen, wo ja auch dann Gruppendynamiken in den Klassen aufkommen, das moderieren können, da war er dermaßen beeindruckt und ich bin immer noch beeindruckt davon, wie diese Jugendlichen das gemacht haben. Und das ist für uns der radikale Peer-Ansatz, das heißt, wir suchen nicht nur, ich überspitze das mal, es gibt nämlich auch andere Projekte und ich bleibe so ein bisschen in diesem Schubladendenken jetzt mal drin, wo Mediatoren, Gymnasialschüler ausgebildet wurden, um die Streitigkeiten von Hauptschülern nachher zu schlichten. Da könnte man ja sagen, ist auch ein Peer-Ansatz. Aus meiner Sicht, deswegen haben wir das ein bisschen überspitzt formuliert, kein radikaler Peer-Ansatz, weil sie ja letztlich keine Erfahrung mit dem Thema haben.
Heißt nicht, man muss alles selbst erlebt haben. Ich glaube, das leuchtet ein. Aber heißt aus meiner Sicht, dass die Fähigkeiten und Stärken der Personen, egal ob das jetzt Kinder und Jugendliche sind, wir haben das in ganz verschiedenen Settings durchgeführt, auch in der Prävention zum Beispiel. Ein anderes großes Projekt war Kinder aus alkoholbelasteten Familien, die sich selbst quasi dann ein Konzept erarbeitet haben, wie sie Lehrerinnen und Lehrer oder auch andere Pädagogen sensibilisieren. Wenn ich Sie ein bisschen sensibilisiert habe jetzt für das Thema, würde mich das total freuen. Ich hoffe, dass wir das ab nächster Woche auf unserer Homepage wieder hinkriegen, dass die beiden Filme sich man da anschauen kann. Ansonsten gibt es auch eine relativ neue Veröffentlichung dazu. Ich habe tatsächlich ein bisschen die Hoffnung, weil wir in dem Peer-Learning-Ansatz noch wenig Forschung haben und wir jetzt begonnen haben und auch die wirklich auch sogar die quantitative Forschung das gezeigt hat, wie erfolgreich dieser Ansatz ist, dass man da durchaus einen Wandel erzeugt. Ich sage das mal jetzt ein bisschen vielleicht auch als Illusion oder als, na gut, aber als Vision auf jeden Fall, dass wir in der Pädagogik, ich spreche jetzt eigentlich von Pädagogik, mehr wirklich die Jugendlichen, die Kinder, die Schülerinnen und Schüler mit einbeziehen und ernster nehmen in dem, was sie eigentlich schon können und auch sie da versuchen zu packen, wo sie selbst Interesse haben und hoffentlich dann wieder mit Spaß lernen, egal um welches Thema das geht. Genau, fast pünktlich ist das ein ganz kurzer Einblick. Von einem zweiten innovativen Projekt werden wir heute über Tag noch hören. Danke, Dirk.